Hallo und herzlich willkommen zu Teil 18 von der Kühne Knappe. Wir sind wieder in Artia zurück und müssen, also wie ihr seht, wurde alles von Krumwalds Schergen abgefackelt. Und wir müssen die Königin jetzt, schätze ich mal, retten. Oder wird das sein, der Krumwall, oder? Ist er das? Ah, nee, das ist irgendein anderer. Stopp, das ist der Typ, den wir schon mal gesehen haben. Solch einen magischen Kampf habe ich noch nie gesehen. Mondbads Zauberei ist sogar noch stärker als erzählt wurde. Ist das jetzt Dumbledore gegen Voldemort oder was? Und bald folgt die Hauptattraktion. Cho gegen Krumweil. Ein Kampf für die Geschichtsbücher. Vielleicht ist das Sam oder so, der sich selber zweidimensional gemacht hat. Oh, verflixt, wieder aufgeflogen. Sie haben alles mit angehört. Ich muss die Selbstgespräche wirklich sein lassen. Stellt euch vor, das ist Sam. Wie krass wäre das? Dass Sam sich irgendwie es auch geschafft hat, in ein Buch reinzukommen. Dieser Typ wieder. Das letzte Mal, als wir ihn sahen, wurdest du aus dem Buch geworfen, Schott. Also, lasst uns auf der Hut sein. Das könnte nämlich sein, dass der tatsächlich Sam ist, dieser Kerl. Dachte erst, das wäre Krumweil, aber so wie es gekämpft hat. Oh, ein Upsi-Vogel. Ich finde es so geil, dass er durch einen Bug entstanden ist. Also, das finde ich wirklich, wirklich witzig. Ah, okay. Das hätte ich vielleicht lesen sollen. Also, sie fühlen sich einsam, sehnen sich nach ihrer Heimat und sind verwirrt und deswegen sind die schnell, also gehen sie schnell verloren oder so. Durch einen Bug. Wo war das? Das war irgendwo. Das sieht echt krass aus. Das finde ich richtig witzig. Wo war das? Hier. Das sieht halt wirklich aus wie ein Vogel einfach. Irgendwie ein bisschen ungesund, wie ein Vogel, dem es nicht so gut geht. Oder als würden mit Schott hinten so ein Gesicht aus der Schulter gucken. Das finde ich richtig witzig, dass er das als Vogel dann praktisch, als Upsi-Vogel verändert haben und das jetzt als kleine Sammelgegenstände. Oh krass, Grummel verliert sogar. Beeindruckend, Mondbart, beeindruckend. Offenbar bin ich deiner magischen Erhabenheit nicht gewachsen. Natürlich, natürlich, du warst immer der bessere Magier. Ah, kennen die sich schon länger? Ich bin nur der wehleidige, kleine, unbegabte Griesgram. Immer in deinem Schatten. Ich hätte meinen Platz kennen sollen. Ich hätte mich nie auflehnen sollen gegen meinen geliebten jüngeren Bruder. Okay, die sind Brüder. Aber Mondbart sieht etwas älter aus als Grummel. Den großartigen Mondbart. Was bin ich nur für ein Idiot? Ein echter Krummidummi. Hör endlich auf, Grummel. Immerzu bemitleidest du dich selbst. Geh öfter in die frische Luft. Treib Sport, mach ein paar kräftige Übungen. Hast du früher nicht gern Tischtennis gespielt? Ich erinnere mich an ein Spiel mit Ma. Gutes Gedächtnis. Das war eine Zeit lang mein Ding. Doch dann hast du mich auch darin geschlagen. Also habe ich dem Tischtennis Lebewohl gesagt. Aber ich erinnere mich an eine der Strategien. Irreführung. Lass es so aussehen, als wärst du in der Defensive. Dann trumpfe auf mit einem entscheidenden Rückhandschlag. Nein, wir sind gefangen. Nein! Was, er killt ihn einfach. Das war hart. Das war krass. Der hat ihn gerade einfach zu Staub. Also er hat ihn erst hat man Skelett gesehen und dann hat man gesehen, dass er nur noch im Prinzip Staub ist. Einfach kurz seinen Bruder gekillt. Dieses Spiel geht an Krumweil. Oha. Nun saß Grumweil auf dem Thron von Ardia und wollte seinen rechtmäßigen Platz als der Großregent von ganz Mojo. Das war's. Der grandiose Krumwall. Oh, krass, jetzt hat sich das Buch geändert. Das ist nicht mehr der kühne Knappe.
Oh. One possible future. Oha, wie cool ist das? Sind wir alle möglichen Zukünfte, so nur noch eine. Dethroner Digital. Okay, das finde ich richtig cool. Das ist witzig. Spätestens jetzt ist die... vierte Wand durchbrochen. Der grandiose Krummweil. Ein Spiel von One Possible Future. Beliebige Taste drücken. Spiele ich jetzt irgendwie ihn? Ist alles grau. Nichts mehr schön. Nichts mehr bunt. Das Buch ist weg. Sam hat es bestimmt weggebracht, weil er keinen Bock drauf hat. Irgendwo in der letzten. Ah, hier oben. Es war einmal ein grandioser Magier namens Grummweil. Grummweil regierte das Land Mojo, über das sich sein prächtiger Palast erhob. Krass, aber der ist jetzt schon eine Weile an der Macht, wenn er da alles... Er war der Regent Mojos, weil er die großartigste Person aller Zeiten da war. Und er wusste, was für die Bewohner am besten ist. Die Ergebenen wurden stets gnädig und gerecht behandelt. Und mit dem völlig angemessenen Satz von 96% besteuert. Haha, Alter, 96%. Nun, die wurden an ihren Platz verwiesen. Er hat die Maus noch nicht. Er und hat dieser Platz befand sich viele Meilen unter der Erde. Er hat den Vincent noch nicht. Vielleicht spielen wir jetzt den Vincent. Als Alter, was für ein Gefängnis. Unheilstiefe. Unheilstiefe. Huh. Einer dieser aufsässigen Bürger war der elende Knappe George, der sich nun in einer Zelle der Unheilstiefe wiederfand, was auch genau der Ort war, an den er hingehörte. Ich habe kein Schwert, nein. Das schwere Eisentor war unzweifelhaft geschlossen. Witzig, dass wir tatsächlich jetzt so rauskommen. Ich kann nicht mehr rollen, aber es stimmt, das konnte ich auch draußen nicht ohne Schwert. Wir nehmen geschlossen mal mit. Das finden wir bestimmt offen. Ah, okay. Die kaputte Wand führte nur in eine weitere Zelle. Ha. Die geschlossene Wand. Oh, krass. Hier komme ich dann gar nicht weiter. Wenn ich hier geschlossen hinmache. Stand zu. Ah, das geht nicht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was passiert, wenn ich das rausmache und dann geschlossen hinmache. Ob dann hier zugeht und Endstation ist. Das schwere Eisentor war unzweifelhaft kaputt. Der großartige Krummweil. Das finde ich jetzt cool, dass sich das ganze Buch geändert hat. Wobei, was ich... Also, keine Ahnung, das ist immer so. Das ist in Filmen und in Spielen ist das immer so. Wenn der Endgegner noch seinen großen Monolog halten will oder wenn er einfach den Helden leben lässt. Also, warum sollte Krummweil jetzt einen Shot leben lassen? Der hat doch jetzt einen Mondbart getötet. Der müsste doch jetzt auch einen Shot killen. Solange der da unten im Gefängnis ist, gibt es doch immer noch eine Möglichkeit, dass der rauskommt. Vor allem unbewacht. Aber das wird er selber noch bereuen. Die Lüftung sah sehr finster aus, ganz und gar nicht wie ein bequemer Durchgang irgendwohin. Okay. Aber ändern kann ich es nicht. Der Verräter Jod starrte in das beängstigende Dunkel des Schachts. Darin erwartete ihn ein grauenhafter und letztlich einsamer Tod. Was? Was? Alter, ein grauenhafter und letztendlich einsamer Tod. Ich dachte, wir finden den Vincent jetzt gleich. Oh oh. Kann ich da drüber springen? Der Energiestrahl wirkte warm und
und verlockend. Da ist schon der Vincent. Helf mir! Helf mir! Das war knapp. Hätte ich da drüber springen können? Da ist er. Bester Kerl, Vincent. Chad, du lebst. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Weißt du, durch wie viele düstere Gänge ich auf der Suche nach dir gehuscht bin? Es waren viele. Jedenfalls ist es einfach toll, dich zu sehen. Ehrlich gesagt, sind wir nicht gut aufgestellt. Mondbart ist nicht mehr bei uns. Krummweil regiert Mojo jetzt von seinem grausigen Palast aus, den er dreist auf Schloss Atia draufgeknallt hat. Angeblich wird Königin Chroma im Palast gefangen gehalten. Wie ich sehe, hast du dein Schwert nicht. Aber ich habe unterwegs ein paar Soldaten belauscht. Die sagten, sie hätten deine Ausrüstung an einen Ort irgendwo außerhalb des Buchs gebracht. In der Unheilstiefe werden wir sie also wohl nicht finden können. Also was finden können wir hier jedoch Viola und Krass. Denn ich bin ziemlich sicher, dass sie in der Nähe gefangen gehalten werden. Komm, suchen wir sie und bringen euch wieder zusammen. Auf geht's, Vincent. Oh, krass. Ein Upsi-Vogel. Perfekt. Du hast einen fünften verschollenen Obstvogel gefunden. Wenn du meinst, du wärst verloren, ohne einen Ausweg in Sicht, dann sei tapfer und habe Hoffnung. Es gibt immer einen Weg zurück ins Licht. Und danke, dass du diesen Obstvogel gerettet hast. Es sind noch mehr zu finden. Noch fünf mehr, aber ich glaube nicht, dass wir so viele noch finden werden. Glaube ich eher nicht. Vor allem, wir kommen auch nicht an die alten Zeiten. Bin mal jetzt gespannt. Waren es zwei klägliche Flüchtige. Bin mal gespannt, ob wir das irgendwann wieder kommen. Also irgendwie an... Keine so tolle Entwicklung. An das alte Zeug. An die alten Zeiten. Oh ja, ich weiß, was vor uns liegt. Eines von Krummweils Datenzentren. Du würdest nicht glauben, wie sehr diese Heinis ihren Papierkram lieben. Doch, das glaube ich. Ständig melden sie einander und versuchen, sich gegenseitig in Schwierigkeiten zu bringen. Kein lustiger Haufen. Hör mal, in den Datenzentren wimmelt es von Truppen. Ich kann an ihnen vorbeischleichen, als Maus liegt mir das im Blut. Sobald ich durch bin, öffne ich dir einen Lüftungsschacht und du kommst nach. Überlass das dem treuen, verstohlenen Vincent. Auf geht's, Vincent. Wir sind jetzt ein Team. Vor den Flüchtigen lag ein Datenzentrum, gefüllt mit herrlichem, lebensbewahrendem Papierkram. Dort patrouillierten äußerst fähige Wachen. Ich find's auch großartig. Der verräterische Nager machte sich bereit, durch die Gänge zu schleichen. Ein Vorhaben, das ganz eindeutig unterhaltsam scheitern würde. Ich finde es auch richtig geil, dass der Erzähler jetzt die Seiten auch gewechselt hat. Das finde ich richtig cool. Okay, was passiert jetzt? Boah, das muss ich jetzt mit Takt machen, oder? Boah, das ist so ein Taktspiel. Ich kann nicht... Doch, ich kann irgendwie. Okay, das finde ich cool. Die Wachen würden den nervigen Nager sicher entdecken. Absatz 80G, Steuernummern für Schnecken. Absatz 19G, Verzeichnis nerviger Bürger und ihrer Haustiere. Tipp, 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 tipp. Geil. Cool, dass wir jetzt auch als Vincent noch eine Runde spielen. Absatz 56d, Tipps zum Vermeiden lästiger Gedanken. Oh, wie es gerade so reicht. Okay, ich muss hoch. Ich warte. Aber es ist halt, ich habe halt mehr als eins. Also es ist gar kein Problem, da durchzukommen, selbst wenn ich das nicht gut im Takt mache. Sagte er und wurde gef... Wow! Wow!
Das war einfach richtig dumm. Das ist beim letzten, wo ich jetzt wirklich genau das im Takt machen musste. Scheiße. Tja, Hochmut kommt vor dem Fall, gell? Oder wie war das? Nee, das reicht nicht. Ich muss warten. Das erinnert mich an dieses Cadence of Hyrule oder dieses, wie heißt das andere, von dem Cadence of Hyrule kommt. Also dieses Rhythmusspiel. Das fand ich schon echt auch cool. Ich habe mir eigentlich gar nicht vorstellen können, dass mir das gefällt, aber das fand ich schon echt cool. Hat Bock gemacht. Okay, jetzt muss ich gucken. So. Gar kein Ding. Kommt da noch eins? Kommt da noch eins? Na klar, oder? Nee, es war's. Die grässliche Maus hatte es an den Truppen vorbeigeschafft. Maus. Und ließ ihren ebenso grässlichen Komplizen durch die Lüftung nachkommen. Diese Überraschung war nicht gerade erfreulich. Nicht gerade erfreulich. Sobald ich hier rauskomme, hey, und mein Schwert hab. Puh, na das war aufregend. So eifrig bin ich nicht mehr geschlichen, seit Mondbart das Fehlen seines Emmentalers bemerkte. Wir haben es geschafft. Komm, gehen wir weiter. Auf geht's. Oh nein, eine Sackgasse. Kein Ausweg. Oh nein, und was ist hier? Beziehungsweise auf der anderen Seite. Ah. Hier lässt es sich abhängen. Da drüben gibt es kalte Pizza. Aber ob die Typen wirklich wissen, was eine gute Pizza ist? Hier lässt es sich abhängen. Finde ich auch. Irgendwo so im Kerker. Ganz unten. An so einer Seite. Da nervt dich niemand. Durch kalte Pizza. Durch Karten. Ein Traum. So, was haben wir denn hier? Oh, krass. Erzählsequenztest. Die Präsentation der erzählenden Sequenzen wird ausgelotet. Zunächst sahen sie comichafter aus. Auf rechteckige Einzelbilder aufgeteilt, aber schließlich näherten sie sich einem Bilderbuch an. Gnome froze on the spot. Ledge Duty exclaimed. Hä, findet ihr, dass das Comic... Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Ich finde eigentlich, dass es... schon relativ ähnlich zu dem jetzt aussieht. Hier drüben gab es rein gar nichts zu sehen. Hier drüben gab es rein gar nichts zu sehen. Oh, da ist der Pinsel von Viola. Mist. Violas Pinsel ist das. Hey, das ist Violas Zauberstab. Das heißt, sie muss in der Nähe sein. Nimm ihn mit, Schott. Wir geben ihn ihr, wenn wir sie sehen. Kann ich mit dem jetzt kämpfen? Das wäre doch mal geil. Nee, kann ich nicht. Aber da kann ich die Tür bestimmt aufmachen. Das heißt, das, was hier steht, sind praktisch immer die Sachen, die der Erzähler sagt. Oder auch manchmal sagt das halt auch nicht, aber die vom Erzähler im Prinzip kommen. Weil so stehen sie auch in einem Buch normalerweise. Also das, was nicht was der Erzähler sagt, aber was halt im Buch geschrieben steht. Und manchmal können wir als Schott die Wörter dann verändern. Das heißt, das, was jetzt im Gefängnis war, war nicht von den Leuten, sondern war von, also es war die Schuld vom Erzähler im Prinzip, dass wir aus der Zelle ausbrechen konnten. Vielleicht will er das ja auch. Da ist nochmal ein Schalter. Aber warum ist der einfach so hier? Drück ich? Oh, das geht echt auf. Okay, interessant. Und was ist hier hinten? Chat, meine Schnurrhaare sagen mir, dass Viola in dieser Zelle ist. Lass uns nachsehen. Seine Schnurrhaare, sehr gut. Da ist sie. Was macht die? Die schläft. Viola, Hallöchen. Traut ihren Augen nicht. Hä? Noch so ein komischer Traum. Vincent und Schott stehen in meiner Zelle. Viola, das ist kein Traum. Es sind wirklich wir. Wir kommen, um dich zu befreien. Du bist in der Unheilstiefe. Krumpfweils Stützpunkt. Der Holzkopf hat das Land an sich gerissen.
Wir müssen in seinen Palast gelangen und ihn rauswerfen. Seid das wirklich ihr? Und ob, Chad und Vincent, gesund und munter. Und krass, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch hier irgendwo ist. Mondbart? Tut mir leid, Viola. Mondbart ist nicht mehr bei uns. Aber er sagt auch nicht, er ist tot. Vielleicht ist er nicht tot, sondern rausgezaubert worden. Vielleicht ist er eine 3D-Welt. Wer weiß? Wer weiß? Es ist meine Schuld. All das ist meine Schuld. Warum das? Mondbart dachte, ich könnte Magie wirken, die alle beschützt. Er war so zuversichtlich, fast hätte er mich überzeugt. Doch tief in mir wusste ich, dass ich es nicht konnte. Ich dachte, es könnte meine Geschichte verändern. Ich dachte, Dinge könnten umgeschrieben werden. Doch letztlich war das unmöglich. Alles lief auf die gleiche alte Geschichte hinaus. Ich habe Mondbart im Stich gelassen. Ich habe alle enttäuscht. Viola, komm schon, das stimmt nicht. Es war eine gemeinsame Sache. Wir alle haben unser Bestes versucht. Nur eine Person ist Urheber all dieses Elends, und zwar Krummweil. Ist es wahr, dass Krummweil Mondbarts Bruder ist? Ja, Verrat unter Brüdern kommt also auf den Haufen mit ungutem Zeug. Hör zu, es sieht schlecht aus, kein Zweifel, aber diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir können das Ende beeinflussen, die Dinge in Ordnung bringen. Geschehenes lässt sich nicht ändern. Wichtig ist, was wir jetzt tun. Auf geht's, Viola. Hier dein Zauberstab. Du hast recht. Es tut wirklich gut, dass ihr beiden hier seid. Wir freuen uns, dass wir dich gefunden haben, Viola. Hey, wir haben da was von dir. Danke, Chad. Danke, Vincent. Ich werde tun, was ich kann. Krummweil darf nicht davonkommen, was er Mondbart angetan hat. Was er ganz Mojo angetan hat. Wir müssen die Leute im Land befreien. 1000%ig richtig. Kommt, holen wir noch diesen Bergtroll. Auf geht's, holen wir noch diesen Bergtroll. So, aber ich würde sagen, diesen Bergtroll zu holen, das verschieben wir auf die nächste Folge. Und dann, wenn wir den haben, brauchen wir nur noch unser Schwert und dann bin ich mal gespannt, ob wir die Geschichte wieder umändern können, wie sie jetzt gerade schon umgeändert wurde. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.